Hallo liebe Camper, heute ein erneutes kleines Video aus Dinkelsbühl und heute möchte ich einfach einmal so ein bisschen unsere neuen Geräte im Sortiment vorstellen. Ihr habt es ja mittlerweile alle mitgekriegt, wir sind mit WCS in Kontakt. Da gibt es immer so den ein oder anderen, warum und wieso sind die so viel besser und hin und her. Und jetzt möchte ich euch einfach so ein Stück weit mal erklären, welche Geräte das es alles gibt, was wir alles haben in unserem Portfolio und wie die ausschauen, warum die eventuell doch ein Stück weit anders sind wie andere Geräte. Und das möchte ich euch jetzt alles mal kurz erklären. Und da fangen wir ganz einfach mal an mit einem zum Beispiel Auspackmanöver. Ich habe hier mal verschiedene Kartons. Ich habe hier schon mal ein bisschen aufgepackt, was mich zum Beispiel schon mal unheimlich begeistert. Hier haben wir so einen Akku von WCS. Wenn ich den Akku aufmache, ich habe ihn jetzt schon mal aufgeschnitten, das ist super schön verpackt. Und was mir schon mal total imponiert, was ich bei alle anderen eigentlich echt mega vermiss, ist hier schon mal, was hier alles beiliegt. Wenn wir das einfach mal nehmen und uns hier angucken, dann haben wir schon mal das absolute WCS Mobiltechnik Datenblatt beiliegen. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung beiliegen und schaut euch mal bitte an, hier ist alles bis aufs Kleinste erklärt. Was hier zu beachten ist und. Also schon mal, hier ist man nicht allein gelassen, sondern das ist einfach top. Dann haben wir hier nochmal einen Zettel da liegen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Lithium-Batterien von Gesetzgeber her nicht voll geladen versandt werden dürfen. Somit auch die Erklärung, warum die Akkus nicht voll geladen sind. Also absolut mega und das finde ich schon mal top. Und das betrifft nicht nur den Akku, sondern das betrifft hier das Kombigerät, das betrifft den Laderegler, das betrifft auch den Ladebooster, den ich euch schon ausgiebig vorgestellt habe im letzten Video, wo wir auch verbaut haben. Auch hier ist das Gleiche mit im Begriffen und also ich finde es schon mal echt phänomenal. Also da schon mal ein ganz großes Plus. So, dann packen wir mal weiter aus. Auch hier hochwertige Verpackung mit mehreren Styroporschichten, damit es auch wirklich alles safe ist. Und dazu muss ich euch jetzt mal kurz hier auf den Tisch stellen, damit wir hier den Karton rauskriegen. Dann nehmen wir den Akku hier mal raus. Zack, den Karton hier mal runter. Dann schaut die ganze Sache so aus. Also auch das ist Highlight, also echt schön. Schöner Trageriemen oben drauf, den man auch dementsprechend ausklipsen kann, wenn sie verbaut ist. Wirklich top. Also da gibt es nichts zu mäkeln, da gibt es nichts zu sagen. Finde ich richtig klasse. So, und jetzt zum Beispiel mal eine kleine Angabenkontrolle, weil ja auch immer da so ein bisschen skeptisch ist oder Skepsis herrscht von Götz, weil er immer sagt, das ist so, wie es da drauf steht. Jetzt gehen wir mal her, ich habe hier jetzt extra eine Waage aufgebaut, jetzt gehen wir mal aufs Datenblatt. Bei der 100 Amperestunden Akku steht hier exakt Gewicht 12,1 Kilogramm. Die hier steht auf dem geraden Tisch, also ich möchte es nur mal gesagt haben, wir haben hier eine Waage stehen. Jetzt stellen wir die einfach mal live hier drauf und schauen mal ganz genau, was hier passiert. Guckt mal Leute, 12,1 Kilogramm, ganz exakt. Also finde ich schon mal mega, da kann ich schon mal davon ausgehen, dass die Angaben grundsätzlich alle passen. Und für einen 100 Amperestunden Akku 12,1 Kilo, also Respekt, finde ich schon mal richtig klasse. Wenn wir jetzt im Gegenzug die anderen Akkus nehmen, also ich mache hier nur mal ein kurzes Beispiel. Bei dem Akku hier steht 14,5 Kilo Gewicht. Das ist auch der 100 Amperestunden Akku. Ihr seht es, 100 Amperestunden Akku, 14,5 Kilogramm. So, jetzt nehmen wir den Akku auch und stellen den mal hier drauf.
Die Anzeige ist wieder auf Null. Voilà. Stellen den Akku mal hier drauf. Auch ein 100 Ampere-Stunden Akku. Und was zeigt er uns an? 15,6 Kilo. Also hier haben wir schon mal eine Differenz von einem Kilo. Also, ja, jetzt kann man sagen, okay, da klebt da die Folie drauf, ich mache die weg, ändert an der Tatsache nichts, dass es 15,6 Kilo bleiben und keine 14,5, wie im Datenblatt stehen. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja bloß ein Kilo. Ja, stimmt, klar, ist schon ein Kilo, aber es sind halt definitiv wieder Aussagen, die sind, ja, sehr differenziert zu betrachten. Ich finde sie nicht so toll, weil man dann die anderen Daten, wo da draufstehen, auch schon wieder in Frage stellen müsste. Wenn hier schon allein mit dem Gewicht so eine Thematik ist, passen denn auch die anderen Angaben? Weiß man nicht. Naja, ich möchte aber jetzt keine anderen Produkte schlecht machen, überhaupt nicht, weil Gottes Willen, jedes Produkt hat seine Berechtigung und wir verkaufen das ja auch sehr gut. Ich möchte nur darstellen, dass WCS wirklich ehrlich ist und die Dinge so angibt, wie sie wirklich sind. Und mich persönlich flasht das jedes Mal, weil ich finde es richtig geil. Wie gesagt, ich stelle den da drauf. Es kommen exakt 12,1, 12,2. Das finde ich richtig klasse. Das ist exakt das, was hier steht. Und das ist schon mal toll. Dann haben wir bei dem Akku noch eine Besonderheit. Und zwar haben wir die Besonderheit, dass wir den mit einer App auch in den Schlaf schicken können. Also wir brauchen rein theoretisch keinen Hauptschalter mehr, sondern wir können den mit dieser App auch in den Schlaf schicken. Die App funktioniert ohne Unterbrechung wirklich top, also muss ich wirklich sagen, mehrmals ausprobiert. Hier gibt es überhaupt keine Schwankungen, Abstürze oder sonstiges, gar nicht. Die läuft einfach, die zeigt mir die wichtigsten Daten und das finde ich schon mal richtig, richtig geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn, dann muss ich mich auf eine App verlassen und es muss funktionieren und da kriege ich einfach gesagt, was Tacheles ist. Also das finde ich richtig klasse. So, das zum Akku, also echt toll. Voilà, da kriegen wir jetzt auch nächste Woche noch die anderen Größen geliefert. Da zeige ich euch auch noch ein bisschen mehr, wenn wir die auspacken und wenn wir die Lieferung kriegen. Die müsste eigentlich nächste Woche kommen, die ist schon unterwegs. Gehen wir zum nächsten Thema, weil auch das Thema begeistert mich total. Das ist die Kombi. Weil auch die Kombi, wenn die kommt, eine richtig dicke, wirklich fette Bedienungsanleitung, wo alles wirklich super gut erklärt ist, wo alles drauf ist. Dann haben wir hier noch ein paar Zusatzelemente. Das ist das Display zum Beispiel, wo ihr ja alle kennt, wo ja auch in Götz-Videos des Öfteren zu sehen ist, wo wir brauchen. Wo man aber auch, muss ich persönlich sagen, jetzt packen wir es doch mal aus, kleinen Moment, richtig tolle Einstellungsmöglichkeiten haben, was es bei den anderen Displays, wo so auf dem Markt sind, in dem Kombi-Bereich eigentlich gar nicht so geht. Also ich kann hier so viele Dinge einstellen, und das finde ich schon richtig phänomenal. Ne? Also wir haben hier einmal die Einstellung der Landstrombegrenzung. Das ist schon mal eine richtig große Geschichte. Das funktioniert hiermit in 5, 7, 8, 9, 10, 12 und so weiter, bis 16 Ampere natürlich. Dann können wir hier oben den Ladestrom einstellen, weil die Kombi, die wo jetzt hier liegt, kann bis zu 60 Ampere, plus die 3000er, die kann ja bis 200 Ampere. Und das ist natürlich eine Riesensache. Dann haben wir hier einen Scan für Hilfe, wo wir dementsprechend eine Hilfestellung kriegen. Wir haben Ladestromzustand, wir haben Ausgangsleistung, alles wird hier angezeigt. Ich kann hier alles ablesen, also echt top. Da kann ich Information kriegen und das ist schon mal ein wichtiger Punkt. So, weil ich zwei Hände brauchte, habe ich jetzt mal hier einen kleinen Schnitt gemacht. Ich habe die jetzt hier mal auf die Waage gelegt, nur dass ihr das mal seht. Das ist eine 2000er Kombi mit 60 Ampere Ladestrom und hier guckt mal, 6,4 Kilogramm.
Also auch das finde ich wirklich krass. Eine Kombi mit 6,4 Kilogramm, angegeben im Datenblatt ist sie mit 6,3 Kilogramm. Auch das ist wieder eine ganz genaue Angabe. Mit dem 0,1 gut kann auch die Toleranz von der Waage sein. Das ist schon mal drin. Aber das finde ich auch schon mal hier eine richtig klasse Aussage. So, wie schaut die Kombi aus? Also relativ simpel. Wir haben hier hinten die drei Lüfter, damit für entsprechende Kühlung gesorgt wird. Auch hier mega top verarbeitet, muss man wirklich sagen. Wenn wir hier aufmachen, die Klappe, das ist klasse gemacht. Also muss man wirklich sagen, wir können einfach hier aufklappen. Sogar mit Magnetverschlüsse, also die hält da oben. Dann kann man nämlich hier sauber arbeiten. Dann sehen wir hier unsere ganzen Anschlüsse. Auch das sehr hochwertige Anschlüsse entsprechend mit den Klemmen, mit den groß genügenden Klemmen. Dann haben wir den Shortbreak-Ausgang, den Power-Ausgang und Verzeihung. Also das ist schon mal echt eine tolle Geschichte. Also ich bin begeistert, ihr merkt es an meiner Stimme. Dann haben wir hier auch die ganzen Zugentlastungen dran. Auch das finde ich richtig klasse, weil wenn man hier ein Kabel ansetzt, soll man das hier natürlich auch richtig mit der Zugentlastung verschrauben bzw. fixieren können. Auch das hat so gut wie keiner. Auch das finde ich richtig toll. Und dann, was mir natürlich auch noch richtig heftig begeistert, ist die Größe der ganzen Geschichte. Also das ist natürlich schon heftig. Also die Kombi ist easy light, also ist ein bisschen, ja, was hat die? 4, 5 Zentimeter, müsst ihr jetzt nachlesen. Von der Höhe her, also ach, krass, also echt krass. Ich finde sie richtig gut. Hier auch genügend Lüftungsgitter, hier saugt sie an, hier oben wird ausgeblasen. Tolle Sache. Auch die ist bei uns ab sofort zu haben in allen Variationen. Die 2000er 60 Ladestrom, 60 Ampere Ladestrom, die 2000er mit 100 Ampere Ladestrom und auch die 3000er mit 200 Ampere Ladestrom. Also ein richtig tolles, schickes Element. Dazu natürlich auch ausreichend Kabel, ganz klar, für den Anschluss, damit man das Display sauber verkabeln kann und damit das alles sauber verbaut werden kann. Auch das, also richtig tolle Sache. Jo, dann gehen wir weiter. Hier haben wir noch den einzelnen Rapid. Auch den kennt ihr ja mittlerweile, den Rapid, der die Starterbatterie überwacht. Ein riesen, riesen tolles Feature, sprich Element, weil wir hier dafür sorgen können, dass ihr nie mehr Starterprobleme habt bei euren Fahrzeugen, sondern man kann einfach schlichtweg, wenn man das Teil hier verbaut, immer darauf achten, beziehungsweise wird automatisch darauf geachtet, dass die Starterbatterie immer genügend Strom hat, sprich, dass die Starterbatterie immer aktuell auf eine richtige Ladespannung ist, damit der Motor immer gestartet werden kann. Wenn da mal was wäre, dann nimmt er einfach die Energie von der Aufbaubatterie, schiebt sie vor in die Starterbatterie und man ist wieder startfähig. Also ganz tolle Geschichte. Den kann man einzeln und im Ladebooster natürlich kombiniert mit dem Booster und der Lichtmaschinenüberwachung miteinander verbauen. Also auch eine tolle Geschichte. Jetzt ist wieder mein Gimbal abgestürzt. Ich weiß nicht, was der momentan immer hat. Also, ups, also ganz wilde Geschichte. Aber wie sagt der Tobi immer, so herrlich unperfekt, ja, ist hier das auch. Ich meine, ich sage auch immer wieder dazu, ich komme nicht aus Hollywood, sondern von Mika Caravan. Jo, dann haben wir hier noch den Laderegler. Da haben wir wieder genau die gleiche Situation. Laderegler, Bedienungsheft. Den Laderegler habt ihr auch schon oft gesehen. Einmal mit Display, damit man hier alles ablesen kann. Und zum Zweiten natürlich auch wieder mit einer ausreichend und genügenden Anleitung, wie das Ganze zu montieren ist. Ein echter MPPT-Regler. Und auch da hat mich überzeugt von der Größenordnung her, dass es einfach phänomenal ist. Und ich werde euch da mal ein Video machen von der Gegenüberstellung der Leistungen. Also der MPPT-Regler hier, der zieht schon richtig was raus. Und das finde ich wirklich krass cool, weil wir hier
echt Möglichkeiten hat, einfach ein bisschen effektiver zu sein in der ganzen Ladung. Natürlich eine Bluetooth-gesteuerte Geschichte, also auch hier kann man die ganze Überwachung angucken, übers Handy, über eine Handy-App, die auch tadellos funktioniert mit Verlauf und aktuellen Ladestrom von der Solaranlage und. Also ganz toll, super Sache, gefällt mir richtig gut. Den haben wir in zwei Größen, auch vollkommen ausreichend. Wir haben den 120, wir haben den 140. Ja, was will man dazu sagen? Mehr braucht man eigentlich auch gar nicht. Mit den zwei kommt man super klar. Und alles, was dazwischen ist, brauche ich eigentlich nicht. Das ist vollkommen okay. Man kann ja auch mehrere Kreise machen. Auch das ist top. Also kann man hier wunderbar arbeiten. So, und zu dem Ganzen haben wir dann natürlich auch noch die ActiveWire, die Module von WCS. Auch die haben wir im Portfolio. Warum habe ich die im Portfolio? Weil mir gefällt einmal dieses Modul hier sehr gut, weil man mit dem Modul durch die Größenordnung an viele schmale Ecken vorbeikommt, an Dachfenster, wo seitlich nicht mehr genügend Platz ist, da kommt man gut vorbei. Oder mit den Modulen hier, wenn man ein sehr verbautes Dach hat mit vielen Dachfenstern, hat man immer wieder mal so ein kleines Quadrat übrig, wo man die reinmachen kann. Auch das ist eine tolle Sache. Und dann gibt es natürlich noch hier die große ActiveWire mit 125 Watt Peak, wo wir haben, also auch die ist richtig toll. Und ihr habt ja das letzte Video gesehen von Götz, also es werden auch die neuen Hochstrommodule folgen. Da sind wir schon richtig begeistert von den Teilen, weil man muss ja mal überlegen, die eine hat glaube ich über 58 Volt oder so ungefähr gebracht. Also da passiert mal richtig was. Also da ist natürlich mit so einem Modul richtig Power. Da geht richtig Saft durch die ganze Geschichte. Also da kann man sehr, sehr früh und sehr lang am Tag über das Laden anfangen durch die hohe Voltzahl und hat natürlich einen gigantischen Ertrag. Ich glaube, sein 100, ich weiß nicht was, ich habe es jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, ein bisschen was über 100 Watt Modul hat ja mit seinen knapp 58 Volt, glaube ich, schon 8 Ampere gebracht. Ein Modul. Also das ist Wahnsinn. Rechnet das mal aus mit einem Modul, was da tagsüber reinkommt. Also macht da 2-3 Stück aufs Dach. Dann brauchen wir noch ein Münzapparat, wo wir dann Strom verkaufen können. Also echt klasse. Über Strom müssen wir uns dann praktisch keine Gedanken mehr machen. Da sind wir richtig autark unterwegs. Und jo, das sind jetzt die ganzen Geräte, die ich euch hier mal vorstellen wollte. Und dementsprechend, wie gesagt, kommt jetzt auch nochmal eine neue Lieferung mit 3000er und den 150, 3000er, na, 3000er Wechselrichter, sprich auch den 150er und 200er Lithium-Akku. Und da werde ich euch dann wieder zeigen, wenn die Lieferung kommt. Und bis dahin wollten wir jetzt einfach mal so ein kleines Technikvideo machen, was wir hier alles haben. Und klar, jetzt kann der ein oder andere sagen, ja, WCS, alles toll und schön. Wir sind begeistert, weil ich wirklich sagen muss, im Vergleich zum Beispiel bei der Kombi, tut man sich echt schwer, eine vergleichbare in der Art zu finden, weil es weder vom Gewicht noch von der Dauerleistung überhaupt von Ladeleistung und so weiter nur im Ansatz was Vergleichbares gibt. Hier ist kein Ringkerntrafo mehr drin, sondern hier sind Hochfrequenztechnologie drin. Also das ist das Feinste vom Feinsten und muss ich ganz ehrlich sagen, mega Gerät und zuverlässig. Ich habe da lang mit dem Götz drüber gesprochen, da gibt es so gut wie keine, oder nein, es gibt keine nennenswerte Ausfälle. Das Ding läuft einfach, man kann die vollen 2000 Watt auch 8 Stunden rausziehen, bis halt die Akkus leer sind. Und das ist natürlich schon richtig stark. Genauso haben wir mit den Laderegler, ich weiß nicht, wie viele 1000 Stück, dass er von denen schon im Umlauf hat. Die tun einfach ihren Job, die machen ihr Ding, also auch das ist top. Und wer die WCS-Truppe kennt, weiß, dass da schon extrem auf Qualität Wert gelegt wird. Weil das ist auch ganz wichtig, wir wollen Wohnmobile nutzen ohne Ärger, wir möchten einsteigen, einschalten, Spaß haben, wir möchten uns nicht groß mit der Technik befassen müssen, sondern ich will meinen Urlaub genießen, ich möchte
einfach meinen Kaffee ziehen oder meine Haare föhnen und ich muss wissen, dass es funktioniert, ohne dass ich irgendwelche wilden Ausfälle habe. Oder wenn ich auf Hubstützen stehe, möchte ich von diesen auch wieder runterkommen, ohne dass ich das Problem habe, meine Batterie funktioniert nicht, meine Starterbatterie ist leer und ich komme da nicht mehr weg und, und. Gleichzeitig möchte ich einen Ladebooster haben, wo ich mir sicher sein kann, dass die Lichtmaschine nicht kaputt geht, weil die Lichtmaschine permanent überwacht wird, was ich euch im letzten Video erklärt habe. Auch das finde ich richtig genial und schon wichtig. Also ob es jemandem gefällt oder nicht, aber man muss einfach klar sagen, WCS ist viel näher am Camper mit seinem technischen Know-how wie manch anderer in namenhafte Hersteller, wo da schon noch gewisse Defizite sind. Und ich erlebe es ja immer wieder, wir verbauen auch alle möglichen anderen Geräte. Letztlich erst die wieder ein Problem gehabt mit dem blauen Gerät. Für einen Laie, finde ich persönlich, ist es oft schwierig, wenn man so ein Victron-Gerät verbaut, ein Smart-Gerät mit den ganzen Einstellmöglichkeiten der App. Wenn sich da der Kunde nicht wirklich befasst damit und auskennt, macht er eine falsche Einstellung in der App und auf einmal funktioniert nichts mehr und seine Starterbatterie wird permanent leergezogen durch einen Ladebooster, weil er es verstellt hat und weil er sie gar nicht auskannt, aber er hat es halt probiert, weil das natürlich auch menschlich ist, weil man natürlich auch die Neugierde hat oder man vergisst den PIN zu ändern, dann kann sich jeder einwählen, der den PIN nicht verändert hat, weil der PIN ist ja standardisiert, 6x die 0. Somit laufe ich über meinen Campingplatz mit meiner Victron-App und gucke, wo der PIN frei ist und kann da ganz wild die Dinge anstellen. Auch das finde ich unmöglich, weil das kürze ich einfach nicht, dass man da verschiedene Einstellungen so extremst machen kann über die App. Also auch so eine Sache, wo ich sage, schützt eure Geräte, nicht vergessen, PIN ändern, weil sonst passieren solche Dinge, wie wir letztens gehabt haben, kommt ein Kunde und sagt, seine Starterbatterie wird ständig leer, was fürchterlich ist, weil wenn er irgendwo steht, er kommt nicht weg, hat ihm vielleicht irgendjemand das Gerät verstellt und auf einmal ist es so, sollte nicht sein, nur weil man den PIN nicht geändert hat. In dem Sinn, jetzt höre ich auf mit meinem Geschwafel, sonst denkt nur jemand, ich bin gekauft. Nein, bin ich nicht. Ich bin weder gekauft, noch werde ich hier von WCS irgendwie bezahlt oder sonstiges, sondern ich möchte ausschließlich dazu sagen, dass ich als Techniker und als Wohnmobilist einfach nur begeistert bin von diesen Geräten. Hier habe ich gerade schon erwähnt, Größe, Gewicht, ein Riesenthema mit 3,5 Tonnen Fahrzeugen. Wenn wir ein Beispiel nehmen, nehmt ein Victron-Wechselrichter mit 2000 Watt, Watt, nicht VA, vergleichen, Gleiches mit Gleichem, dann kommen wir auf keinen Fall mit 6 Kilo hin. Genauso bei Büttner oder bei anderen namenhaften Herstellern immer Kombigeräte vergleichen, nicht reine Wechselrichter, weil es gibt natürlich Wechselrichter von anderen Marken wie Voitronic, die nur Wechselrichter sind, kein Ladegerät. Also als Kombigerät immer betrachten, man kann nur Kombi mit Kombi vergleichen. Bei Büttner weiß ich es auswendig, da wiegt der 3000er, ich glaube 18 Kilo. Also das ist schon eine Nummer, das ist der mal 3. Und bei Victron weiß ich es nicht auswendig, aber ist auch ganz egal. Deswegen sind die Geräte nicht unbedingt schlecht, man macht auch nichts schlecht, nur man muss halt einfach klar sagen, da hat WCS mit der Kombi schon ein bisschen die Nase von, weil er halt einfach gewichtstechnisch eine andere Technik verbaut hat und das halt einfach so ist, wie es ist. Da kann man nicht dran rütteln, ob es einem gefällt oder nicht. Und man muss da nicht schlecht drüber reden, bloß weil man es nicht hat oder nicht kriegt. Aber man muss einfach sagen, was gut ist, ist gut. Ich habe schon immer gesagt, seitdem uns hier die Werkstatt offen ist, dass die WCS-Geräte top sind. Und ja, so ist es einfach. So, jetzt habe ich genug gelabert. Das Video ist schon wieder viel zu lang. So viel wollte ich gar nicht erzählen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Sonntag. Das Wetter ist ja jetzt endlich perfekt dazu.
Jetzt schauen wir mal wieder hier durch. Ich bin jetzt am Sonntag noch ein bisschen hier im Betrieb, weil wir noch ein paar Sachen vorbereiten müssen für die kommende Woche. Noch irgendwas fertig machen müssen und also ich fertig machen muss. Unter anderem wollte ich euch das Video hier zeigen. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Genießt die Sonne, vielleicht den Grill anschmeißen, lasst es euch schmecken. Wir machen das Gleiche. Und ja, bis dahin, alles Gute, bis nächste Woche, macht es gut. Über ein Like würde ich mich natürlich freuen, genauso wie über jeden neuen Abonnenten. Alles nicht selbstverständlich, dafür auch nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und das nächste Video wird wieder ein bisschen technischer und da wünsche ich euch alles Gute. Bis bald, macht es gut, ciao.